Hallo liebe Leute, willkommen zurück bei Dark Souls 3. Grausig, wenn es natürlich lebt in Staffel 3. Wir leiden weiter. Los geht's! Vier Erklärungen muss man eigentlich schon gar nicht sagen. Wir sind, ja, wie wir gerade festgestellt haben, mittlerweile in Folge 10 mit diesem Boss. Was, ich glaube, der absolute Rekord bis jetzt ist, was unsere Souls-Projekte angeht. Ich glaube auch. Also das Gute ab der zweiten Phase ist halt, er macht das nicht mehr in so extrem schneller Abfolge, weil er eben immer mal die Blitzmusik mit reingeht. Aber... Oh, jetzt hat er nochmal zugestochen. Und tot. Noch nicht. Phew. Mann, jetzt hör doch auf bei ihm. Das ist nicht wahr. Und ich bin tot. Oh. Irgendwie bleibt sie aber immer am Leben noch. Das kostet natürlich Flakons. Ja. Ja, dann macht es ja einfach. Nein! Oh, das ist ja ging zu weit. Ausweichen nach vorne. Mal. Reicht denn das? Er hat mich ganz knapp mit der Spitze noch erwischt, glaube ich. Nein! Ja, nee, das war's jetzt. Da hat er mich, ich glaube, ich war wirklich noch, ich stand hier und die Spitze hat mich so noch berührt. Ja. Du musst nicht wundern. Ich versuche jetzt mal
außergewöhnliche Maßnahme. Ich mache mir jetzt mal keinen Sound auf die Ohren. Damit ich mich mal nur auf das konzentriere, was ich sehe. Das kann nicht sein. Ich hätte ihn doch jetzt schon wieder gehabt, ey. Ich habe ihn jetzt schon 4-mal so weit. Ja, man merkt irgendwie richtig, wie du, wenn du beim Namen ankommst, ob bewusst oder unbewusst nervös wirst. Ja, werde ich. Ist ja auch normal, aber dann ja, merkt man halt, sobald man einen Fehler macht gegen den, bist du tot. Also nicht unbedingt tot, aber du bist halt ziemlich im Arsch. Wie gesagt, entweder keine oder einen für die erste Phase, ist in Ordnung. Da hast du jetzt Glück gehabt. Gut. Ja, ich... Ja. Aber ich habe jetzt wirklich seit 5-6 Kämpfen wirklich überhaupt keine Schnitte mehr gegen ihn gesehen. Aber mein Rekord war jetzt wieder 2 Treffer. Ja. Schon sehr lange am Boden. Ich dachte, er macht jetzt wieder 2 Schläge und lässt mich dann erstmal in Ruhe. Warum auch jetzt immer das jetzt eingesetzt hat. Er setzt sonst immer erstmal diese 3 Attacken ein, dann setzt er nochmal 2 Schläge ein. Er hat einfach gesagt, 2 Attacken und dann mache ich jetzt einfach mal die Sperrkombi. Warum bleibt er nicht mal bei seinen normalen Angriffsmustern? Warte wieder. Ist das... Ich hab näher!
mehr. Nee, kommt er nicht. Aber schon mit Wert drin. Ja, genau, was mit unserem Kampf. Ein Versuch meiner. Ja. Der muss jetzt fallen, ey. Kann nicht sein. 10 Folgen sind mehr als genug für einen Boss. Ja. Ja, mach einfach mal Einzelschlag, warum nicht? Macht aber öfter mal. Schläge, damit er in die zweite Phase geht. Ich traue mir diesen Angriff nicht mehr unbedingt zuzuschlagen, weil er öfters gerne mal noch 2 Schläge hinterher setzt. Nee, lieber vorsichtig. So vorsichtig, wie es geht bei ihm. Oh, die Ausdauer, die Ausdauer. Ja, keine Ausdauer mehr. Nee, keine Chance. Er hat mich perfekt so getroffen, dass ich keine Ausdauer mehr hatte, hat mir ein Schild weggeschlagen und dann war es vorbei. Das kann nicht sein, ich habe ihn schon so weit runter gehabt. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig gemeinsam durchgelitten Staffel 3. Wir sind noch nicht gebrochen, nee, aber nah dran. Wir gehen in Folge 11 mit bei diesem Boss. Wir haben gerade mal nachgeguckt. Okay, die eine Folge, da sind wir erst zur Hälfte angekommen. Aber sagen wir mal, seit 3,5 Stunden sitzen wir an diesem Boss hintereinander. Ich kriege ihn mittlerweile fast down, aber es fehlt dieses eine letzte Quäntchen noch. Ja, und ich bin wirklich so, bei mir ist kein richtiger Fortschritt. Ich mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, aber auch noch nie in der zweiten Phase gewesen, also... Beziehungsweise der dritten Phase, Alter. Ja, also... Stimmt, da war es noch nicht ein einziges Mal, ne? Ja. Oh, fick dich, ey.
Und ihr wisst, ich bin ein sehr netter Mensch. Und wenn ich den Boss wirklich nur noch mit Fick dich und du Bastard anspreche, dann muss irgendwas ganz massiv falsch laufen. Oh, du kannst chargen. Ich bin sehr stolz auf dich. Jetzt hast du mal Angst vor diesen Angriffen. Oh. Ja. Das war ein schöner Boden, den die Kamera mir da präsentiert hat. Ja, und vor allem dieses ganze Drehen und Drehen und ja. Drehen war wunderschön, muss man schon sagen. Ich glaube, die Kamera wollte jetzt gerade so zeigen, so sieht ein Tornado hier aus. Manchmal. Ich wusste gerade nicht, was er... Au, oh, ja. Ist gecharged. Gut, jetzt haben wir beide hintereinander jeweils einen Kill bekommen, weil die Kamera im Arsch war. Und da gehört sie nicht hin, außer bei einer Darmspiegelung. Ja. Säule hat gewonnen. Hier sehen Sie Graumen, wie er vor lauter Kopfschmerzen durch all die Niederlagen nur noch sinnlos gegen alle Säule rennt. Er bildet sich außerdem ein, er sei im Himmel. Der Boss hat das anders gesehen. Ich glaube, Grauton rollt sich gleich wieder. Er kriecht. Jetzt liegt er auf dem Boden. Ich bin los, Rick. Ich habe mir an der Hand wehgetan. Jetzt hat Grauton auch noch eine Verletzung. Nicht wahr. Ich bin schon so auf diesen Angriff ausgewichen. Wieso bringt er mich denn jetzt um? Das kann nicht sein. Pass auf, ich habe uns Glücksbringer besorgt. Möchtest du den nackten Engel boten? Oder die böse Ente. Gut. Hier ist meiner. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Nee, das geht schon. Oh Gott, jetzt, da fällt er gleich. Da fällt er gleich. Dann hat er gesagt, so, nee, weißt du was, das schlägt. Selbst ich kann dir nicht mehr helfen. Immer noch nicht? Ein Schlag noch. Ja, und Ende. Ja. Schlag kann ich jetzt noch aus. Das kann doch nicht sein, Mann. Erinnert ihr euch, wie hoffnungsfroh wir mit der Silberwolter-Rüstung waren? Ach, Kacke, Mann. Man muss ihm ja erst den Rest noch geben. Naja.
So, letzter Versuch für diese Folge. Ich würde mal sagen, auch für heute. Es endet in Sieg oder in Niederlage. Ich hab gedrückt und gedrückt und er wollte aber nicht mehr. Er war die ganze Zeit gestunt. Ich will nicht aufhören. Mann. Ich fass es nicht. Ich hatte ihn schon 4-5 Mal bis zu seinem Namen runtergekloppt. 4-5 Mal hätte ich ihn. Ja, aber man muss halt auch zugeben, aber seit 2 Folgen auch nicht mehr. Ja. Ich verstehe es nicht. Mach du mal schnell einen Versuch, weil dann habe ich den ersten. Ja, ich kann auch nur einen machen. Musst du nicht, das war jetzt. Leute, das war ein Scherz. Der Abschluss also. Juhu. Jetzt schafft er ihn. Jetzt schafft Grautor den Boss. Ist gut. Alter! What the fuck? Kannst du mit dem Pixel übertreiben? Ja, das war mein Bonusversuch. Und jetzt sehen wir uns endgültig dann beim nächsten Mal. Euer Grauton. Und euer The Ramen. Ciao. Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 3. Echtzeitstrategie. Moment, nein, das ist falsch. Der namenlose König. Grausig gemeinsam durchgelitten. In den letzten Aufnahmesession haben wir zum Schluss sehr heftig gelitten. Ich bin auch sehr gespannt, was der Grauton denn daraus geschnibbelt hat. Ja. Aus den sonst eigentlich 11 Folgen, die wir bereits am namenlosen König festgehangen haben. Ja, wir haben beim letzten Mal haben wir 4,5 Stunden, glaube ich, probiert, den namenlosen König zu töten und haben es nicht geschafft, trotz nochmal Rüstung, Anpassung und Esseflakonsolen und allem möglichen. Jetzt sind wir in einer neuen Aufnahmesession und wollen jetzt eigentlich heute Dark Souls 3 durchkriegen. Eigentlich fehlt auch nur noch die letzten 2 Bosse. Ja. Viel Gebiet, also Gebiet gibt es eigentlich nicht mehr. Ich denke, ja, auch vom letzten Boss gibt es nichts mehr. Ja, mal sehen. Wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus, wir werden wahrscheinlich, wenn wir die Aschefürste hingepackt haben, wenn wir rein teleportiert und dann noch so einen Weg hochgehen, so wie damals bei Gwyn, und dann ist da der Boss. Ja. Mehr erwarte ich eigentlich an Gebieten nicht mehr. Ja, aber leider steht dieser arschnabelloser König mit, beziehungsweise Zeus und Kalli stehen uns im Weg rum. Und ja, wie gesagt, neue Aufnahmesession. Das heißt also, wir sind noch kein bisschen eingespielt, noch kein bisschen warm trainiert, gespielt. Ja, und ich sagte gerade, bevor wir anfangen, sagte ich gerade zu Suramen, es ist das erste Mal, dass wir Dark Souls anmachen und ich irgendwie so bin. Ja, weil aber er nervt mich. Aber wir sind jetzt frisch motiviert. Frisch motiviert, ja. Frisch nicht unbedingt. Nee, das nicht. Aber ich sage, wir schaffen den jetzt. Mensch, Kalli, altes Haus. Und Zeusi, na, wie geht's denn? Ich heiße nicht Zeusi, ich heiße Zeus. Geht Zeus halt. Okay, Kalli kriege ich noch hin. Aber jetzt kommt Zeus. Zeus! Den muss man auch so aussprechen. Zeus! Okay, das fängt schon mal böse an. Ja, sehr gut. Steh auf, schneller! Oh,
Steh auf! Ich stehe langsam auf. Du drückst 30.000 Mal Kreis, ich rolle nicht. Oh, ich bin tot. Und damit hat er alle unsere Hoffnungen gleich wieder gecrushed, dass es diesmal einfacher werden würde. Ja, aber ich habe das Momentum jetzt gerade überhaupt nicht mehr raus. Wie schnell man rausbrechen muss. Da trifft er leider. Kamera, da kommt der Flammenwurf. Was war das? Das war ein, ich möchte noch genug Distanz zwischen mich und ihm bringen, um dann angreifen zu können. Ha! Warum hast du dein Schild einfach oben gelassen? Du weißt doch, dass wir den Flammenwurf noch... Ja, weil man dann meistens nicht da hinkommt, noch rechtzeitig. Ja gut, aber dann bist du nicht einfach zur Seite gerollt im richtigen Moment. Dann ist es auch überlebt. Weiß ich nicht. Also ich habe ja gerade gesagt, ich bin heute überhaupt nicht fit. Also ich fühle mich noch mal ein bisschen gebeutelter als letztes Mal. Na, super. Na, jetzt kommt die breite Welle. Ich hab doch gedrückt. Oh. Okay, ich hab noch überhaupt nicht mehr das Timing raus. Nein. Au. Okay. Ein fast optimaler Kampfauftakt. Finde ich auch. Eins. Zwei. Nein, nein, nein. Ja, ich hab wirklich, wenn du jetzt zugeschlagen hättest, hätte er auch zugeschlagen. Ja. Das wird wie eine Ärmchen, der hat eigentlich. Fällt mir gerade so auf nebenbei. Sechs, glaube ich. Hab ich vergessen. Sieben. Achtung! Oh, 15, 16. Oh.
Level. Nein! So, du gestreift. Meinst du, du hast noch genug Flakons? Oh, nein! Oh Gott! Oh fuck! Lass mich! Ah, weg. Okay. 19, 20, ich glaube 20. Schlag 20. Ach, ich hab's nicht gesehen! Ah, shit! Diesen Blitzer schätze ich extrem. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. 21. Oh, was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt schon wieder? Der hat dieser viel länger den Schlag aufgeladen. Auch richtig lange. Das ist wirklich faszinierend. Das ist so, sobald du in die Nähe des Namens kommst, sieht man richtig, wie du Stück für Stück crumbles. Dabei, ich muss wirklich sagen, kann sein, dass ich jetzt irgendwie so einen Lucky Shot mache, aber ich meine, von dem, wie der Kampf bisher läuft bei dir und bei mir, ist es eigentlich keine große Frage, dass du ihn machst. Das Punkt. Ist einfach. Ich weiß auch nicht, was passiert. Irgendwie. Und ihr merkt richtig, ich bin jetzt einfach nur noch auf der Seite von, ich möchte, dass er fällt. Egal, ob ich gewinne oder verliere. Deswegen habe ich auch gerade so versucht, beruhigend einzuwirken mit keine Sorge, du hast noch genug Verkungs. Ja, aber das Problem hat mich dann irgendwie einmal erwischt und ich habe dann auf diesen Moment gewartet, wo ich so einen Blitz mache. Weil ich habe jetzt einfach rausgefunden, wenn ich so einen Blitz mache, wir können locker zwei Schläge landen in der Zeit, bevor der Blitz überhaupt runterkommt. Hast du ja gerade gesehen. Ich habe ja locker noch geschafft auszuweichen. Ja. Und noch in dem Moment, wo er kam, hat er mich einmal getroffen gehabt. Au. Arschloch. Mann, was ist denn mit los? Ja, komm, das war für den ersten richtigen Versuch seit der Pause schon ziemlich gut. Ja, aber der hätte jetzt eigentlich fallen können. Ja. Weil es halt wirklich wieder, ich weiß nicht, entweder war ich jetzt wirklich, weil ich wieder zu nö. Ja. Du wirst von einem Griff getötet anscheinend. Nee, er hat mir auch wieder draufgehauen. Wieder. Wäre zu nervös oder es war jetzt halt wieder dieses. Ich hatte das Gefühl, er hat diesen einen Schlag viel länger herausgezögert als sonst. Nee, es ist schon einer seiner Angriffe. Ja, ich schaff den Drachen nicht mal mehr. Nicht ansatzweise. Musst du wieder reinkommen. Ja, aber also ich glaube schon, dass du den. Also ich sage, du schlägst den namenlosen König, bevor ich den Drachen schlage. Na, mal gucken, vielleicht kriegen wir es hin. Ja, ich hatte nicht einfach so gesehen. Oh fuck! Nein! I'm alive! Au! Aha, und du nicht. Wieso bist du noch am Leben? Was soll das? Es gibt's nicht, wie er einfach noch diesen einen Schlag noch überlebt hat jetzt! Och Mann! Das war jetzt gerade wieder so eine Scheiße. Ich war so drauf eingestellt, ja, noch einmal treffen, ist er tot. Nö. Ja. Überlebt doch einfach und dann mit einmal Batsch tot. Ja, das war jetzt scheiße. Ich war trotzdem besser als jeder Versuch, den ich heute hatte. Das war jetzt gerade wirklich, ich war hundertprozentig überzeugt, ja, noch einmal R1 ist er tot und dann, scheiße, er lebt doch noch, Batsch! Au. Deswegen ist auch gut, dass wir die ganze Zeit immer weiterreden in der Zeit, die ich eigentlich rausschneiden soll. Wie in der Zeit, wo du das eigentlich rausschneiden sollst? Ja, weil wir eigentlich den Weg, die Ladezeit und den Weg bis zum Nebeltor mal rausschneiden wollen. Achso. Und im Prinzip resümieren wir in der Zeit immer den Kampf. Ja, naja. Achso, jetzt sag ich auch wieder die breite Welle. Blitzableiter! Ist nicht nett, was sie da machen. Du hast Kali getötet. Da bin ich nämlich nicht. Da bin ich nicht mehr nett. Gut, das kann ich verstehen. Aber sollten sie sich da nicht langsam dran gewöhnt haben? Nein, denn das war gerade mein Lieblings-Kali, den du getötet hast.
Ach so. Ja. Okay. Das heißt, wenn ich es jetzt nicht schaffe und mein Kollege wieder kommt, bei dem sind sie nicht so böse dann, ja? Ganz genau. Okay. Finde ich ein bisschen unfair, finde ich aber auch okay, weil wir wollen sie jetzt endlich mal besiegen. Ihr besiegt mich niemals im Leben! Doch, irgendwann besiegen wir dich. Sie müssen wissen, wir sind sehr stur. Stur bin ich gar nichts. Wir sind aber auch stur. Wir können ja einfach immer mal gehen. Aber das ist meine Heimat hier. Ich lebe hier. Ich meine, ihr greift mich die ganze Zeit an. Das ist für mich kein Argument. Das ist kein Argument, stimmt. Au. 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 Lass mich. Lass mich. Jetzt wollte es aber wissen. Da hat er auf R1 gehämmert. So, aber jetzt kämpfe ich wieder mit permanentem Timer-Gebimmel in meinem Ohr. Ich komme leider nicht an das Handy ran. Nein! Oh. Ja, jetzt hatte ich auch das. Ich hatte schon auf Kreis gedrückt, habe mich aufgerichtet und... Und er hat den Kreis danach ausgeführt. Ich muss da immer drauf gucken. Das ist nämlich, das lenkt mich nicht wirklich ab, wenn das hier... Mal sofort gemerkt, sobald das losging, war die Konzentration nicht mehr so da. Tja... Ja. Dann stellt sich der gute Solarman jetzt vor die Tür. Folge 12. Ja, und in Folge 13, wahrscheinlich für euch nicht Folge 13, weil wir es ein bisschen zusammencutten, geht es dann weiter. Aber naja, es läuft nicht, wir sind zumindest nicht wieder auf Null. Ja. Das ist schon mal ganz gut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, euer Goblin. Also Ramen. Ciao. Ciao.